Wir haben den höchsten Pro-Kopf-Verbrauch, nicht in erster Linie deswegen, weil die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher so viel Strom verbrauchen, sondern das liegt natürlich auch an unserer Wirtschaftsstruktur. Wir haben die höchste Sachgüterproduktion, wir haben eine besonders energieintensive Industrie, denken Sie an Metall, denken Sie an Papier, und demzufolge ist natürlich auch Oberösterreich eine besonders energieintensive Region, und deswegen haben wir uns auch unter einem besonderen Aspekt mit diesem Thema auseinandergesetzt. Wir haben ein Perspektivenpapier entwickelt mit den Expertinnen und Experten in einem sehr verdichteten Prozess. Ich bedanke mich bei der Industriellen Vereinigung, dass sie mit uns gemeinsam diese Aufgabe sich vorgenommen hat, und wir haben gemeinsam mit den Expertinnen und Experten jetzt einmal einen ersten Entwurf vorgelegt. Und ich sage gleich dazu, was wir hier haben, ist ein Perspektivenpapier, also ein strategisches Dokument. Es ist nicht ein Regierungsprogramm, wo Maßnahmen oder Maßnahmenbündel drinnen stehen. Es ist eine Perspektive, die bestehenden Konzepte ergänzt und erweitert. Sie werden wahrscheinlich das oberösterreichische, auch von der Regierung beschlossene Dokument Energiewende 2030 kennen, und es steht auch im Einklang mit internationalen, europäischen und nationalen Konzepten. Wir haben uns mit einer ganzen Reihe von Aspekten hier beschäftigt. Der Fokus ist sehr breit aufgespannt worden. Es ist also nicht nur darum gegangen, zum Beispiel, so wie das angeschnitten wurde von Hans Bürger, wie schaffen wir ganz schnell die Transformation hin zu den erneuerbaren Energieträgern. Natürlich ist das ein ganz wichtiges Thema. Aber wir haben uns darüber hinaus auch beschäftigt mit Fragen der Infrastruktur, mit auch der Frage, wie müssen wir diese anpassen. Bei uns hat auch die Frage eine Rolle gespielt, welche Reservekapazitäten braucht man dazu, was bedeutet das für die Energie- und Umwelttechnik, für einen Sektor, der ganz besonders bedeutend ist für Oberösterreich. Ganz ein wichtiges Kapitel, was ist mit der Energieforschung auch am Standort Oberösterreich, welche Energieträger werden hier eine Rolle spielen, werden auch fossile Energieträger in der Zukunft Bedeutung haben, wir meinen ja, denken Sie etwa an Gas, das ist für uns ein ganz zentraler Träger, der weit über das hinaus, was man heute als Brückentechnologie bezeichnet, eine Rolle spielen wird. Und natürlich auch immer unter der Abwägung von gesamtwirtschaftlichen Nutzenaspekten, das ist eine besonders spannende Diskussion, die in den Ländern geführt wird. Eine energiepolitische Perspektive für Oberösterreich 2050. Wie wohltuend ist das denn? Eine Strategie, eine Vision für ein so energieintensives Bundesland wie Oberösterreich, ein so industriestarkes Bundesland wie Oberösterreich. Ich denke, das hat Vorbildwirkung, das ist nicht selbstverständlich, und das ist wieder einmal beispielhaft, sage ich einmal, für dieses Bundesland, wo wir vorangehen. Das ist gerade im Energiebereich nicht selbstverständlich. Ich darf an drei Entwicklungen beispielhaft erinnern aus den letzten 20 Jahren, die die Energiediskussion dominiert haben. Beginne beim Thema Emotionalisierung der Energiepolitik. Also in ganz Europa und insbesondere in Oberösterreich, in Österreich, spätestens seit Hainburg, ist das Thema, heutzutage sagt man, stark wutbürgeranfällig geworden. Also es gibt ja kaum ein Energieprojekt in den letzten Jahrzehnten, wo sich nicht irgendwo angekettet hat und damit sozusagen seinen Protest ausgedrückt hat, und zwar unabhängig vom Energieträger, ob fossil, ob Wasser, ob Wind, überall dieselben Probleme. So kann man Energie
ein Energieproblem natürlich nicht lösen. Zweites Thema, ich bezeichne es als Energieromantik, zweite Entwicklung. Also die Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit in der Diskussion rund um Energie ist ja erheblich. Denken Sie nur so an Themen wie Energieautarkie, denken Sie an Themen mittelfristiger Ausstieg aus fossiler Energie. All das klingt vielleicht ganz gut bei mancher Rede, hat aber mit sachlichen, faktischen Experten-Know-how nur wenig zu tun. Eine dritte Entwicklung, die wurde von Herrn Bürger schon kurz angesprochen, möchte ich auch noch erwähnen. Also die Energiewende-Diskussion war ja stark oder ist stark dominiert von Überregulierung, von Überförderung, von planwirtschaftlichen Elementen. Denken Sie an das Ökostromgesetz, denken Sie an Energiesteuerthemen, denken Sie ganz aktuell an die gerade in Ausarbeitung befindliche Energieeffizienzrichtlinie in Europa und das Gesetz entsprechend in Österreich. So wird man ein Thema bestimmt nicht lösen. Deswegen definieren wir Energiewende im Rahmen dieses Konzeptes auch anders, nämlich als systematische Optimierung der Nutzung von Energie und damit als Transformation einer Gesellschaft hin zu mehr Energieeffizienz. Und nur so werden wir unsere Ziele langfristig 2030, 2050 erreichen, indem wir alle Sektoren, Verkehr, Haushalte, Wirtschaft einbinden und indem wir auch alle Branchen der Wirtschaft einbinden. Deswegen sprechen wir immer nicht von einer Green Economy oder grünen Jobs, sondern von grüneren Jobs, also in allen Bereichen Energieeffizienz und Ressourcenschonung zu leben und umzusetzen. Und da sind ja gerade in Oberösterreich wirklich gute Betriebe, die da vorangehen. Wir wollen, dass die Region in Zukunft ressourcenschonend, energieeffizient ist und stark wächst und niedrige Arbeitslosigkeit hat und hohen Innovationsgrad hat. Und das ist die Herausforderung, die man bei so einem so wichtigen Thema wie der Energiepolitik sich auch stellen muss und es nicht nur einseitig angehen darf. Wir tragen Verantwortung für das Hier und Heute, wir tragen aber auch Verantwortung für unsere Kinder. Und um die geht's. Die werden in der Blüte ihrer Jahre stehen und die brauchen ein Land, in dem sie gut leben können. Und wir wissen alle, dass der Wohlstand und die Lebensqualität von der Energiefrage nicht entkoppelt werden darf. Ob wir morgen Arbeit haben, ob wir morgen eine gute Lebensqualität haben, das alles hängt natürlich ganz eng damit zusammen, wie wir mit der Energie umgehen, wie wir sie erzeugen, wie effizient wir sie anwenden und welche energiepolitische Gesinnung wir haben. Daher ist 2050 nicht erst in der Ewigkeit. Es geht hier um Arbeitsplätze und um Lebensqualität der Zukunft für die nächsten Generationen. Und Heindl Krutsch hat das auch angesprochen, natürlich geht es auch um Augenmaß. Wir müssen die Leute mitnehmen, wir sollten die Wirtschaft und die Industrie nicht als Teil des Problems, sondern als Teil der Lösung verstehen. Auch da haben wir wahnsinnig kreative Betriebe, hervorragende Betriebe, die in der Lage sind, auch moderne Energiekonzepte umzusetzen. Wenn wir das alles nützen, ehrlich gesagt, dann glaube ich, gehen wir einer guten Zukunft, auch energiepolitisch, entgegen. Wenn wir uns vergegenwärtigen, wenn wir uns beispielsweise anschauen, wie denn eigentlich die Antriebstechnik, ja, wir fahren ja tagtäglich mit unseren Autos herum, wie denn die Antriebstechnik funktioniert und wie lange es diese Entwicklung schon gibt. Und dann müssen wir darauf kommen, dass bei der Antriebstechnik im Prinzip, also wenn es um Motoren geht, wir nach wie vor mit im Wesentlichen mit einer Energiequelle unterwegs sind, die sich seit 100 Jahren nicht verändert hat. Da muss es irgendwann einmal zu der, die Motoren wurden natürlich optimiert und dergleichen, aber es ist noch immer im Prinzip das gleiche unter Anführungszeichen System. Da muss es Innovationen geben, weil wir wissen, dass diese Energiequellen irgendwann einmal versiegen.
Da brauchen wir Forschung und Entwicklung dafür. Das gehört gefordert und da setzen wir uns in Zukunft auch verstärkt drauf, um das stärker an die Öffentlichkeit zu bringen. Ziele der Energieversorgung, also diese werden, wie ich meine, oft nicht in ausreichend ausgewogener Art und Weise diskutiert. Das erste Ziel, wenn Sie so wollen, als ich vor 8 Monaten, 9 Monaten die Funktion des Sektionschefs übernommen habe und mir so reflektiert habe, was musst du dir da als Hauptpunkte vornehmen, dann ist es schon so, dass in Österreich Energieversorgung funktionieren muss. Wir nehmen das als Selbstverständlichkeit hin. Das ist nicht so selbstverständlich und wir haben so eine Fülle von variablen Rahmenbedingungen mit Energiewende, mit volatilen Energieträgern, mit Fragen der Wirtschaftsentwicklung, mit anderen mehr, mit Verfügbarkeiten von Energieressourcen, mit politisch instabilen Regionen, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, Energieversorgung auch in diesem Ausmaß aufrechtzuerhalten in den nächsten 10, 20 oder auch 40 Jahren, wie wir es gegenwärtig haben. Wenn Energieversorgung nicht funktioniert, bekommen wir ganz massive Probleme in Wirtschaft und im gesamten gesellschaftlichen Leben. Das können wir nicht riskieren. Von daher diese Aussage, wir können viele Szenarien durchspielen, aber bitte halten Sie sich vor Augen, dass das am Schluss auch passen muss, dass wir Strom auch dann brauchen, wenn Wind nicht geht und wenn nicht gerade die Sonne auf Solarpaneele scheint. Wenn eine Energy Roadmap der Europäischen Union sagt, im Jahr 2050 sollen wir um 80% oder im noch engagierteren Szenario um 95% weniger CO2-Emissionen haben, dann ist das eine absolute CO2-Mengenbegrenzung. Nichts von den anderen Themenkomplexen wie Energieeffizienzrichtlinie, Infrastrukturrichtlinie, Erneuerbarenrichtlinie hat eine solche Schärfe wie die CO2-Begrenzung. Also wir müssen vorsichtig mit diesen CO2-Begrenzungen und auch mit der Bewertung der Auswirkungen umgehen, sage ich gerade im Bundesland Oberösterreich, gerade mit ihrer Struktur energieintensiver Industrien. Wir alle wissen, und hier brauche ich wirklich nicht lang verbleiben, wir sind bedeutend und wir sind sehr erfolgreich. Das macht unsere Stärke aus und das zeigt sich ja auch in der geringen Arbeitslosigkeit, im überdurchschnittlichen Wachstum, in der hohen Exportquote und so weiter. Wir sind aber, und das ist auch schon gesagt worden, möchte ich nicht länger darauf eingehen, in besonderen Maßen abhängig von der Verfügbarkeit von Energie. 43% des Energieverbrauchs verbrauchen wir im produzierenden Bereich. Daher kommt der zukunftsorientierten Gestaltung, daher auch unsere Anstrengung jetzt, dieses Konzept und diesen Leitfaden zu entwickeln, eine hohe Bedeutung zu. Wenn wir in den Status quo einschwenken, dann sehen wir, dass Oberösterreich der bedeutendste österreichische Wirtschaftsstandort für Industrien aus dem Bereich von Energieinfrastrukturen sowie generell im Bereich Energie- und Umwelttechnik ist. Auch hier haben wir die Nase vorn und das ist entscheidend ein wichtiger Eckpfeiler für die Arbeitsplätze von morgen. Wir sind daneben ein wichtiger Knotenpunkt für netzgebundene Energieträger in Europa im Elektrizitäts- und im Erdgastransport. Wir haben eine exzellente energieinfrastrukturelle Ausstattung und damit einhergehend ausgezeichnete Versorgungssicherheit mit Energie bedeutend für Oberösterreich einen Standortvorteil. Gerade beschäftigen Sie sich am Energieinstitut sehr mit Blackouts. Da sieht man, wie hervorragend Oberösterreich dasteht im Vergleich zu anderen europäischen Regionen. Primärenergiebedarf nahezu ausgeglichene Verteilung, hier Öl 27, Erdgas 25, Erneuerbare 24, Kohle 21 und 4% brennbare Abfälle. Also auch da können wir uns sehen lassen. Bisher war unser Energiesystem sehr stark fokussiert auf die Frage, woher können wir mehr Energie bekommen? Meisten von Ihnen ist so selbstverständlich, dass die Energie aus der Steckdose kommt. Viele fragen nicht, aber wir müssen in Zukunft die Frage ganz anders stellen. Es wird eine völlig andere Fragestellung notwendig sein, nämlich die, welche Energiedienstleistungen werden wir in Zukunft benötigen. Ein zukunftsfähiges Energiesystem braucht dazu mindestens die folgenden drei Fundierungen. Es ist einmal in der kaskadischen Struktur, also stufenweisen Struktur zu verstehen, unser Energiesystem mit der zentralen Rolle der Energiedienstleistung. Erster Punkt. Zweiter Punkt, ein besseres Verständnis, wofür und welcher Qualität Energieträger zur Erfüllung dieser Energiedienstleistung erforderlich sind, ist nötig.
Und der dritte Punkt, die Qualität des Energieträgers für die jeweilige Anwendung ist abzustimmen, wofür die Fokussierung auf Exergie, die die Arbeit umwandelnde Energie, eine Orientierung liefert. Also wohlstandsrelevant in einem neuen Energiesystem sind nur dessen Dienstleistungen und nicht das Volumen. Es muss funktionieren und es muss vorhanden sein und die Dienstleistung brauche ich dafür. Oberösterreich kann sich in diesem Kontext in seiner Rolle als Industriestandort durch eine langfristige zukunftsfähige Transformation des Energiesystems als internationaler Vorreiter positionieren und auch damit schaffen wir dann wieder die Arbeitsplätze und den Wohlstand von morgen. Die systemübergreifende Optimierung des Energieverbrauchs sowie die Steigerung der Energieeffizienz ist entlang der Wertschöpfungsketten durch eine verstärkte, wiederum stufenweise Nutzung von Energie voranzutreiben. Generell fehlt es hier an Finanzierungsmodellen, mit denen die Anfangsinvestitionen für energieeffiziente Produkte und Technologien realisiert werden können. Sicherlich auch eine wichtige Aufgabe, das weiterzuentwickeln für unsere Finanzinstitute. Durch Effizienz, Effektivität und Transparenz sollen Förderung eine Heranführung an den Markt zum Ziel haben. Gestaltung des zukünftigen Energiesystems erfordert eine Anpassung der Energieinfrastrukturen an die neuen Erfordernisse. Treiber hierbei ist die ansteigende Deckung der Energienachfrage aus erneuerbaren Quellen. Das ist schon besprochen worden, das angediskutiert worden, dass das nicht so ganz einfach geht. Der Einsatz von fossiler Energie und hier von Erdgas ist mit dem derzeitigen technischen Stand der Verteilnetzstruktur, dem aktuellen Niveau an Stromspeichertechnologien, ein wesentlicher Baustein der Versorgungssicherheit für Oberösterreich. Die notwendige Strukturanpassung erfordert eine gesellschaftliche Akzeptanz für die Errichtung von Energieinfrastrukturen. Hieran werden wir sicherlich noch sehr viel arbeiten müssen. Die Integration erneuerbarer Energieträger wird nur dann ohne negative Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit möglich sein, wenn die entsprechenden Infrastrukturen, Netze, Speicher, Reservekapazitäten darauf vorbereitet sind. Auch hier ist noch sehr viel zu tun. Um eine führende Rolle Oberösterreichs in der Energieforschung vorbereiten zu können, ist die Setzung und Forcierung von klaren Schwerpunkten unerlässlich. Das bedeutet insbesondere, die finanziellen, personellen Ressourcen in Schwerpunkten zu konzentrieren, den Auf- und Ausbau der Forschungsstrukturen sowie eine weitere Stimulierung der Unternehmensforschung ebenso zu forcieren. Und das ist ein wichtiger, notwendiger Schritt. Und die Einrichtung eines Kompetenzzentrums im Energiebereich, in der die verschiedenen relevanten oberösterreichischen Forschungseinrichtungen wie auch die F&E-Kompetenzen der oberösterreichischen Leitbetriebe gebündelt werden, ist einzustreben. Mit einer derartigen Institution wären wir einen Riesenschritt weiter, weil wir nicht nur die Informationen sammeln, bündeln, sondern auch die Ressourcen entsprechend effizient einsetzen können. Oberösterreich soll sich als zukunftsorientierter Industriestandort zu einer europäischen Energieleitregion im Hinblick auf Energieeffizienz, Wirtschafts- und Technologiekompetenz sowie sozialer Verträglichkeit und Beschäftigung entwickeln. Sehr ambitioniertes Ziel, aber eins, das ohne weiteres bis 2050, aber vielleicht auch schon früher zu erreichen ist. Dafür brauchen wir folgende Handlungslinien oder Ideen, die dafür zielführend und wichtig sind zu erreichen. Erstens, Einrichtung einer oberösterreichischen Energietaskforce, in der maßgebliche Akteurinnen aus Politik, Verwaltung, Infrastruktur, Wirtschaft, Bildung, Forschung, Gesellschaft mitwirken. Zweitens, Abstimmung der Vorgehensweisen und kontinuierlicher Austausch hinsichtlich der Präsenz und Mitgestaltung in nationalen, europäischen Gremien. Und drittens, Aufbau von internationalen Brücken in Zukunftsmärkte und zu relevanten Wissensquellen. Sie sehen ein sehr ambitioniertes Programm, ein Programm, das wirklich wagt, in die Zukunft zu blicken und in dem Sinn nach vorne schaut mit einem Schwung von Optimismus und auch zeigt, was wir können und was wir bereit sein, leisten zu müssen, wenn wir dieses Ziel erreichen. Das Denken hilft, aber noch mehr hilft Umsetzen. Wie kann all das, was wir jetzt auch in den Vorträgen gehört haben, von der Industrie umgesetzt werden und was halten Sie persönlich von diesem Zeitraum bis 2050? Und auch, ich muss gleich drei Fragen stellen, von diesen engagierten Zielen der Europäischen Kommission
da bis zu 95% die CO2-Ausstöße zu vermindern. Das Erste ist, und das ist wichtig, dass Oberösterreich eben dieses Industrieland ist, das heute schon mehrmals angeklungen ist. Und das Zweite ist, dass wir viele Entwicklungen sehen. Klimapolitik haben wir gehört, die Notwendigkeit, langfristige Energiesicherheit zu schaffen, die es erzwingen, dass wir das Energiesystem umwandeln, transformieren und dass wir diese Energiewende einleiten. Insofern, und damit bin ich schon bei der ersten Frage, ist es notwendig, dass wir diesen Zeithorizont 2050, ob es jetzt 2040, 2050 oder 2070 ist, ist nicht so entscheidend, aber jedenfalls über die Tagespolitik, über die normalen politischen Zyklen hinaus, dass man sich das anschaut. Und dann die Frage, wie ist es zu erreichen, diese Transformation des Energiesystems? Und auch da haben wir eigentlich in der Gruppe einen sehr breiten Konsens gehabt. Das zentrale Tool, und das kann man nicht oft genug sagen, ist die Energieeffizienz. Die Energieeffizienz ist der Dreh- und Angelpunkt eines modernen und neuen und zukunftsweisenden Energiesystems. Und meine Damen und Herren, bitte beachten Sie, und das ist wichtig, sozusagen eine, wenn Sie so wollen, eine Take-Home-Message, wie man das jetzt nennt. Energieeffizienz und Energieverbrauch haben zunächst nichts miteinander zu tun. Das heißt, wir müssen die Potenziale, die in den Hauptverbrauchssektoren, in der Industrie, im Verkehr, in den Haushalten liegen, diese Potenziale müssen wir erkennen und diese Potenziale müssen genutzt werden. Und da wage ich einmal die These, und ich glaube auch die ist unumstritten hier am Podium, dass die Potenziale im Verkehr, die Potenziale bei den Haushalten sehr viel höher sind als bei der Industrie. Sie haben ja gesehen, einer der Schwerpunkte in der im Strategiefeld Forschung betrifft die Energieeffizienz in der Produktion, und hier geht es insbesondere um den wertvollen Anteil der Energie. Das heißt, jener Teil der Energie, der tatsächlich auch in Arbeit umgewandelt werden kann. Und mit diesem speziellen Fokus, so liefen auch die Diskussionen in der Arbeitsgruppe, kann man sich sozusagen einer weiteren Komponente in der Diskussion nähern, nämlich der qualitativen Komponente der Energie. Und die hängt sehr stark zusammen mit dem Leitbild, nämlich die Energiedienstleistungen. Das heißt, welche Form der Energiedienstleistung brauche ich in welchem Ausmaß? Und das führt dann zurück wieder zu diesem Aspekt des wertvollen Anteils der Energie. Und hier eben Exergie, und hier muss man sagen, ist das Wissen noch begrenzt. Nicht nur in Österreich begrenzt, sondern auch international begrenzt. Und es gibt wenige Länder bzw. wenige Forschungsinstitutionen, die sich wirklich intensiv bis dato mit diesem speziellen Begriff und mit den Konsequenzen auseinandersetzen. Ein führendes Land hierbei würde ich als Schweden einschätzen. Und hier liegt natürlich eine spezielle Chance auch für Oberösterreich in diesem Energieleitbild, dass man sich speziell auch dieses Begriffes und der Konsequenzen im Rahmen der kaskadischen Nutzung der Exergie annimmt. Und das heißt aber, dass man entsprechend das Wissen, die Infrastrukturen und so weiter, die Forschungsinfrastrukturen zur Verfügung stellen muss und die entsprechenden Köpfe, die das erstens gut verstehen, die es umsetzen können und die das natürlich entsprechend in der Industrie auch zur Anwendung bringen können. Ich habe also das mitbegleitet aus Sicht der energiewirtschaftlichen wichtigsten Trends und Entwicklungen, die es in Europa gibt und wie man das aus europäischer Sicht auch auf die Regionen runterbrechen kann. Und ich denke, das ist auch in diesen Perspektiven, die jetzt ausgearbeitet worden sind, sehr gut umgesetzt. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, diesen Konnex eben zu haben. Man kann sich nicht abkoppeln von der europäischen Sichtweise. Der wesentliche Eckpunkt, und das ist heute schon angesprochen worden, ist die Energy Roadmap 2050, die uns jetzt den längerfristigen Blick ja vorgibt. Da sind also Ziele festgeschrieben, die noch keinen Richtliniencharakter haben, aber wo es heute in Europa quer durch großes Verständnis oder gemeinsames Verständnis dafür gibt, dass das die richtigen Ziele sind. Und das sind eben heute auch schon teilweise angesprochen, eine Reduktion des Energieverbrauchs um 40% von 2005 bis 2020, die Reduzierung vom CO2-Verbrauch um 80-95% gegenüber 1990, und der Anteil der erneuerbaren Energie auf 55% zu steigern, von heute etwa 12%. Das sind also gewaltige Ziele, Ambitionen. Und wenn man die erreichen will,
dann ist also eine Transformation des Energiesystems notwendig. Das eine wäre noch einmal die Anpassung der Infrastruktur, Energieinfrastruktur in Oberösterreich ist notwendig, und zwar anpassen an die neuen Erfordernisse. Das heißt, ein Ja zum Umstieg auf die erneuerbare Energie, aber unter folgenden Voraussetzungen. Das erste wäre dieser weitere Ausbau der Wasserkraft. Das zweite, Windkraft und Sonnenenergie nur dort, wo es wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll ist. Das dritte, noch Erdgas bleibt weiter ein entscheidender Energieträger, Versorgungssicherheit und den Ausgleich von Ungleichgewichten im Netz. Und das vierte ist, glaube ich, auch sehr gut gekommen heute schon, der Ausbau der Energienetze und der Speicher ist erforderlich und die Details haben wir dann in der Unterlage drinnen. Und zusammenfassend kann ich nur sagen, auch aus dem Team raus, ich glaube, die oberösterreichischen Energieversorger und auch die Technologieunternehmen in Österreich und unter anderem auch Siemens sind, glaube ich, bestens gerüstet. Wird sich das ausgehen? Auf der einen Seite die Denker mit ihren ambitionierten Zielen, auf der anderen Seite die Wirtschaft und schließlich gibt es da auch noch den Menschen, die Bevölkerung, die das alles akzeptieren muss. Ja, wir werden sehen. Also ich glaube also an und für sich, es gibt Herausforderungen und es gibt Chancen gleichermaßen. Im Bereich Energie- und Umwelttechnik, da gibt es zwei ganz grundlegende Rahmenbedingungen, zwei grundlegende Faktoren, die also für die Zukunft ganz wichtig sind. Das eine ist, die oberösterreichischen Unternehmen in diesem Wirtschaftsbereich zeichnen sich durch eine sehr hohe Innovationsstärke aus. Und ich glaube, es ist ganz wesentlich, dass man alles daran setzt, dass die Rahmenbedingungen und auch die Ausgestaltung von Förderprogrammen so ausgerichtet wird, dass diese Innovationsstärke weiter unterstützt wird und damit die bereits gewonnene Wettbewerbsfähigkeit auch erhalten bleibt. Und der andere Schlüsselfaktor, wurde auch heute schon mehrfach genannt, sind also qualifizierte Arbeitskräfte. Und da geht es also darum, dass das, sagen wir mal, punktuell vorhandene Ausbildungsangebot in diesem Bereich weiter ausgebaut wird. Und dann, denke ich, können die Vorstellungen, dann können die Menschen mitgenommen werden, damit also die Ziele, die in diesem Prozess erarbeitet wurden, auch erreicht werden. In Oberösterreich sind hier drei, würde ich sagen, Segmente sehr wichtig. Das ist einmal, die Energieversorger haben hier eine wichtige Rolle. Es haben die Energieverbraucher, vor allem die große energieintensive Industrie, hat eine Rolle. Und wie wir es gerade gehört haben, auch die Technologielieferanten. Also die müssen sozusagen auch an Bord sein. Sie haben ja auch schon die Energiewende erwähnt. Auch da hat man gesehen, dass wenn nur die Politik, auch wenn sie akkordiert vorgeht, auch wenn sie sehr engagiert vorgeht, ohne der Wirtschaft nicht auskommt. Und diese Transformation zu den Bürgerinnen und Bürgern, die muss natürlich, die sollte sozusagen auch dort, ich nenne es jetzt einmal, gesteuert werden oder mitgedacht werden. Das ist auch ein, glaube ich, sehr, sehr wichtiges Element, dass sozusagen die hier auch auf diesen Weg mitgenommen werden. Und dann ist natürlich, wenn man hier sozusagen regional gut aufgestellt ist, dann kann man natürlich auch besser seine Interessen auf der nationalen Ebene einbringen. Ich würde jetzt möchte das Wort Lobbying vermeiden, aber es geht hier eben darum, die Interessen Oberösterreichs stärker zu positionieren und wichtiger halte ich noch eben die EU-Ebene. Ist auch schon ein paar Mal erwähnt worden, die Fahrpläne, die diversen. Ich glaube, diese Ziele 2020, eben bis zum Jahr 2020, sie sind im Wesentlichen gegessen, aber bis zum Jahr 2050, die Fahrpläne geben ja nur sehr grob sozusagen Strukturen vor. Da wird eben auch schon daran gearbeitet, wie das ausschauen kann. Jetzt ist man zumindest einmal beim Jahr 2030. Und es ist ganz wichtig, eben schon bevor noch schon in dem Prozess dieser auf EU-Ebene oder auch sonst nehmen das sozusagen die Non-Papers, also Papiere, die eigentlich nicht offiziell sind, aber viele Dinge, die dort drinnen stehen, sind am Ende des Tages im Beschluss eben auch so, also auch hier schon Einfluss zu nehmen. Und diese Energieleitregion soll hier sozusagen nicht nur sozusagen dieses Potenzial Oberösterreichs eben in der Technologie, Energieeffizienz symbolisieren, sondern die soll natürlich auch auf europäischer Ebene vor allem Partnerregionen suchen und finden,
die eine ähnliche Problemstellung haben, eine ähnliche Interessenslage, und dann tut man sich natürlich auch leichter, seine Interessen in Europa zu vertreten. Diese Rahmenbedingungen auf europäischer Ebene, die werden eben immer auch für die regionale Ebene wichtiger, und deshalb eben unser Ergebnis: Wir brauchen sozusagen diese Taskforce, damit wir regional gut aufgestellt sind und damit uns auch sozusagen europäisch gut positionieren können.